Das ist Mürztal aktuell am heutigen Freitag. Herzlich willkommen. In unseren Breiten galt der Fischotter vor einigen Jahren als fast ausgestorben. Jetzt hat sich die Population wieder so weit erholt, dass sich wieder mehr Fischotter in unseren Gewässern der Hochsteiermark angesiedelt haben. Seit dem Jahr 2000 steigt die Zahl der Fischotter in Mitteleuropa rasant an. Und das, obwohl der possierliche Wassermarder im 20. Jahrhundert fast ausgestorben war. Verfolgung, Lebensraumzerstörung und Umweltverschmutzung hatten dem Fischotter stark zugesetzt. Heute ist der Otter in Ostösterreich fast flächendeckend wieder verbreitet. Auch in den Gewässern des Mürztals hat der Fischotter Lebensräume gefunden. Ja, unumstritten hat der Fischotter sich in den letzten Jahren wieder stark vermehrt. Das ist auch zurückzuführen auf die gute Wasserqualität, die wir jetzt haben. Und natürlich sieht man dann den Otter schon als Konkurrenten. Aber ich glaube, auf dieser Welt sollten alle Platz haben und speziell auch dieses Tier sollten wir versuchen, wieder zu integrieren und zu akzeptieren. Wo in unserem Bezirk lebt bei uns der Fischotter? Ja, lebt er grundsätzlich in der Mur, in der Mürz. Er lebt auch in den Seitenbächen, zum Beispiel ins Dragössertal, in das Lammingtal hinein. In der Lamming sind nachgewiesenerweise durch Telemetrie nachgewiesen zwei Fischotterfamilien, zwei Weibchen, die auf einer Länge von 15 Kilometer dieses Revier beherrschen. Wie kann man ihn jetzt eigentlich unblutig, sage ich mal so, abhalten, dass er jetzt die ganzen Fische frisst? Ja, unblutig abhalten. Ich empfehle jeden Teichbesitzer, jeder, der eine Anlage hat und Fische züchtet für seinen eigenen Bedarf oder auch wenn er es gewerblich bzw. zum Direktvermarkten sich also einen Teich anschafft, dass er absolut eine Einzäunung macht. Einerseits vielleicht durch zwei Elektrodrähte oder überhaupt eine Netzeinzäunung macht mit einem Maschengitter, dass der Fischotter nicht in den Teich hinein kann. Das wäre eine Schutzmaßnahme. Glauben Sie, dass es zu einem Abschuss kommen könnte? Na, ich glaube es momentan absolut nicht. Der Fischotter ist europaweit unter Naturschutz und ich glaube nicht, dass die hier in Österreich bzw. auch im Bundesland Steiermark sich da jemand wagt, den Fischotter als Abschusstier zu beantragen. Bleibt zu hoffen, dass für den Fischotter eine unblutige Lösung gefunden werden kann. Die Stadtwerke Bruck an der Mur sind bekannt für ihre Innovationen. Heute gab es in den Schulungsräumen eine Tagung des Verbandes Kommunaler Unternehmer Österreichs. Ein Bericht von Bert Oberhauser. Der Verband Kommunaler Unternehmen hielt in Bruck an der Mur seine turnusmäßige Tagung ab. Repräsentanten verschiedener österreichischer Stadtwerke diskutierten aktuelle Themen, die Stadtwerke betreffend. Der VKÖ ist der Verband der Stadtwerke Österreichs und die Zielsetzung unserer heutigen Tagung ist unsere vierteljährliche Versammlung, um festzustellen, wo sind unsere Gemeinsamkeiten, wo können wir gemeinsam Schritte setzen, die uns alle weiterbringen, inhaltlich auf der einen Seite im Energiebereich, auf der anderen Seite im Verkehrsbereich und hier gibt es natürlich auch EU-Bestrebungen verstärkt, das aus Brüssel zu gestalten. Und hier ist es unsere Richtung für die Zukunft, dass wir die Daseinsvorsorge in Hand der Kommunalen behalten wollen. Sie gehen also optimistisch in diese Tagung? Ja, man muss immer optimistisch in die Tagungen gehen und ich habe aus der Vergangenheit gesehen, dass wir immer zu einem gemeinsamen Nenner kommen. Die Teilnehmer aus den verschiedensten österreichischen Regionen haben ihre Standpunkte klargelegt. Kommunale Unternehmen haben ja eine Renaissance. Man merkt das europaweit. Man hat wieder einen starken Fokus auf Infrastruktur für kommunale Bereiche, aussteuerbar und auch gestaltbar. Und genau das ist ja ein Thema unseres Verbandes der Kommunalen Unternehmen Österreichs, dass wir genau diese Synergien a. uns gegenseitig austauschen darüber und b. auch die Zukunftsvisionen dahinter sehen, wohin der Weg gehen kann. Natürlich gibt es Probleme, die länger diskutiert werden müssen. Wir dürfen nicht vergessen, der ganze EU-Rechtsrahmen hat natürlich neue Rahmenbedingungen geschaffen für unsere Unternehmen. Aber wir sind alle im ähnlichen Umfeld, wir sind mehrheitlich in öffentlichem Eigentum und haben damit natürlich die Themen, die uns gemeinsam berühren, die wir auch gemeinsam lösen können, beziehungsweise Anregungen von unseren Kollegen holen. Was sind die Themen, die Sie bei dieser Tagung jetzt in Bruck an der Mur besonders behandeln wollen?
Natürlich die Energiefragen, die Nachhaltigkeitsfragen, sowohl in der Wasserversorgung bis hin zum öffentlichen Verkehr und die damit verbundenen Finanzierungsfragen, die für uns alle eine große Herausforderung sind. Zuverlässig, umweltorientiert und immer in ihrer Nähe, das sind die Schwerpunkte. Radeln für einen guten Zweck. Eine Österreich-Rundfahrt mit dem Rad wird im August in Kapfenberg gestartet. Wir waren vor kurzem bei der Pressekonferenz für dieses sportliche Unternehmen mit dabei. Eine rührende Geschichte, die im ÖZIF Kapfenberg am Lindenplatz der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Werner Boberger, 45 Jahre alt, gebürtiger Kapfenberger, Schlaganfall mit 27, trotzdem leidenschaftlicher Radfahrer, möchte mit seinem Spezialfahrrad eine Österreich-Rundfahrt starten. Mit dem Zweck, der 12-jährigen Vanessa Schandl aus Kapfenberg, ebenfalls körperlich stark beeinträchtigt, den Kauf eines Spezialfahrrads zu ermöglichen. Ich freue mich, dass ich ein neues Rad bekomme. Ich mache viel mit Fahrradsport. Also, dass sich da ein fremder Mensch einsetzt für uns und dass er da den ganzen Sommer fährt für das Radl, für die Vanessa, das Hammer. Also echt. Ich habe im 97er Jahr einen Schlaganfall gehabt, einen ganz schweren. Ich war ganz körpergelähmt und mir so viel geholfen worden und jetzt würde ich einmal einen kleinen Teil davon zurückgeben. Einer, der diese Aktion als Sponsor unterstützt, ist mein Name ist Peter Warneck, bin Geschäftsführer von Firma Innofred Spedition in Bruck an der Mur und ich finde das eine tolle Aktion von Werner, also ich möchte das gerne unterstützen. Haben Werner schon bei ein paar anderen Dingen geholfen, bei der Modernisierung seines Fahrrads und ich finde die Idee einfach wirklich toll, hier für Vanessa durch Österreich zu fahren. 2000 Kilometer ist wirklich eine tolle Leistung und ich werde mir auf die Suche machen nach Sponsoren. Ich hoffe, alle helfen mit, alle gewerblichen Kunden, alle Industriekunden. Ich kenne da viele Leute, also ich glaube, wir werden es schaffen. Insgesamt benötigen wir ungefähr 6000 Euro. Ich glaube, das bringen wir zusammen, wenn alle zusammenhelfen. Also er sucht da wirklich alle, uns zu unterstützen. Kannst du uns kurz die Tour beschreiben? Die Tour fängt in Kapfenberg an, dann geht es Richtung Eisenstadt, dann Wien, St. Pölten, Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz. Bregenz wieder zurück, leider nach Innsbruck und dann nach Klagenfurt. Also für mich ist das gigantisch. Wir werden das natürlich mit bestem Wissen und vor allem auch finanziell probieren zu unterstützen. So eine Aktion, glaube ich, ist einmalig und wird auch in Wien gut angenommen. Daher habe ich auch für die Quartiergebung wenig Sorgen, also weniger Sorgen. Und ich hoffe, dass er gesund zurückkommt. Der Start erfolgt am 1. Juli 2013, 9 Uhr, Kapfenberg, Lindenplatz. Heute war es am Vormittag noch sonnig. Am Nachmittag verdichteten sich die Wolken und es regnete verbreitet. Teilweise auch heftig bei Höchstwerten um die 20 Grad. Morgen wird es nach Auflösung von Frühnebelfeldern vorübergehend recht sonnig. Ab Mittag bilden sich erneut einzelne Regenschauer oder Gewitter. Sonne gibt es am Nachmittag nur zwischendurch. Am Morgen erwarten wir Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad. Tagsüber steigen dann die Werte auf 17 bis 24 Grad. Das war Mürztal aktuell am Freitag und für diese Woche. Jetzt ab ins Wochenende und erholen Sie sich gut. Wir sehen uns am kommenden Montag wieder. Bis dahin, haben Sie eine schöne Zeit. Wiederschauen.